kann ein Jurist auf jeden Staat, jeden beliebigen Staat einen Eid schwören? Ich muss Sie zunächst ergänzen, ich habe noch einen weiteren Eid geschworen, nicht nur den auf den nationalistischen Staat sondern, und auf die Bundesrepublik, sondern auch noch einen aufs Land Hessen, weil ich nach dem Krieg wieder Staatsanwalt war bis 1948 und damals Länderjustiz, musste man wieder einen Eid leisten. Mein Vater hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, was mit meinen Eiden allen anfangen soll. Da hat er gesagt, ich habe auf Wilhelm II. Eid geleistet, auf die Weimarer Republik, auf den nationalistischen Staat und der vierte war aufs Land Hessen. Also sehen daran, was ein Eid, was der für eine Bedeutung hat. Ich bin 1946 aus Amerika zurückgekommen, aus der Gefangenschaft, habe dann die Entnazifizierung betrieben. Die haben Sie betrieben? Ja, musste ich doch. Ich wurde ja doch da unter Anklage gestellt. Es wurde alles im schriftlichen Verfahren gemacht. Bekam 1000 Mark Geldstrafe als Mitläufer. Und bin dann wieder eingestellt worden als Staatsanwalt. Sehr schnell. Hat man Ihnen mal den Vorwurf gemacht, dass Sie an einer Terrorjustiz beteiligt waren? Mir? Nein, noch nicht immer nach dem Krieg. Mir noch nie jemand gesagt. Und welche politische Einstellung haben Sie heute? Die hat sich bei mir nie geändert. Ich habe Ihnen ja vorhin schon mal im Laufe des Gesprächs gesagt, dass ich deutschnational war. Deutschnationale Volkspartei war, also sagen wir mal, monarchistisch. Und das bin ich auch heute noch. Ich bin auch heute noch ein Anhänger der Monarchie, wenngleich ich auch mir sage, dass das heute ohne Bedeutung ist. Deswegen Friedrich den Großen, da hinten Wilhelm II. Bismarck da draußen. Leiden Sie unter dem heutigen Staat? Nö. Bezahlt mir sogar eine Pension. Wenn Krieg wäre und es um die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ginge, dann wäre wahrscheinlich der Grund dafür da, dass man genauso handelt wie damals auch. Zwar nicht mehr, weil es uninteressant ist gegen Polen und gegen Juden, aber es gibt ja auch andere andere, die sich als Feinde des kriegführenden Staates herausstellen. Dann müsste man wahrscheinlich genauso handeln. Meinen Sie, die Todesstrafe käme nicht wieder, wenn wir heute in den Krieg verwickelt wären? Wir kämen sofort gegen die Kriegsdienstverweigerer, da können Sie Gift und Galle nehmen. Ja? Würden Sie die auch einsetzen, wenn Sie dann noch im Staatsdienst als Staatsanwalt wären? Ich würde zunächst dafür ein Verfahren gegen sie einladen. Und ich würde sie auch, wenn die Todesstrafe da wäre, die Todesstrafe zur Anwendung bringen, weil ich der Auffassung wäre, man kann nicht Leute, die einfach behaupten, sie sind Kriegsdienstverweigerer, möglicherweise auch anerkannt sind, es ablehnen, ihr Leben in Gefahr zu bringen, das steht ja dahinter in Wirklichkeit, und sich dann auf Kosten der anderen irgendwo in einem Straflager oder in einem Zuchthaus oder im Gefängnis sich aufhalten, sich einen guten Tag sein lassen und die anderen stehen an der Front und werden zum Schuss. Aus dieser Erwägung heraus würde ich die Todesstrafe in Ansatz bringen.